Moin Leute, Rocket Monatsmission, die 13. und die letzte Chance. Und eigentlich wollte ich einen ganz gemütlichen Abend verbringen, indem ich mich schon über die Jahresrangliste qualifiziert hätte. Das war der Plan, aber der Plan hatte einen Haken. Ich bin nur 14. geworden mit 18.527 und der letzte Platz ging weg bei 18.581. Das heißt, ich habe an der Stelle die Energie ein bisschen ungünstig aufgewendet. Ne? Ich habe jetzt zweimal quasi mich doppelt für eine Monatsmission qualifiziert. Einmal hat das noch gut hingehauen in der 50. Woche mit 3.200 Punkten. Und jetzt hätte ich eigentlich nur eine 3.000 gebraucht und habe aber irgendwie nur eine 2.940 hinbekommen. Ja, Glück für den Zinitz-King. Das freut mich natürlich auch, dass der das so lässig ausgesessen hat. Erstaunlich, aber gut gezockt. Ja, zwei andere hatten das dann auch nicht mehr ganz geschafft, aber letztlich, es fehlten hier gerade mal 54 Punkte und ich weiß im Nachhinein natürlich auch, wo ich es verrissen habe. Ich habe einmal beim Rocket war ik zu vorsichtig und habe nur Pik ohne 5 gespielt, statt Grang ohne 4, weil ich in Hinterhand saß, wollte ich nicht mir auf Pik-Abwürfe anschauen. Ich glaube, der Grang wäre auch gegangen. Da hätte ich ein besseres Ergebnis erzielen können. Dann wäre ich locker drin. Aber für die Spannung ist es natürlich gut. Ich muss mich jetzt, das ist die vierte Mission, die ich in diesem Jahr spiele, die vierte Monatsmission. Und jetzt ist die letzte Chance. Rocket, ich komme oder Rocket dieses Jahr ohne mich. Das wird mich schon ein bisschen schocken. Also ich bin optimistisch, gucken wir rein. Ja. Die Sache hat stattgefunden gestern Abend. Ich fühlte mich nicht besonders gut. Ich wollte mich auch konzentrieren. Also es gab verschiedene Gründe, warum ich es nicht live gestreamt habe. Auch jetzt, ich bin noch nicht ganz topfit, aber es reicht, denke ich, um das hier gemeinsam mit euch anzuschauen, was gestern passiert ist. Also Ausgangssituation, 3x12 Spiele maskiert. Nach jeweils 12 Spielen wird nach Ergebnis gesetzt. Du musst unter die ersten 8 kommen. Oder zumindest unter die ersten 8, die noch nicht qualifiziert sind. Das ist nicht ganz leicht. Also man braucht schon ein überdurchschnittliches Ergebnis. 1.300 Punkte oder so wären schon ganz gut. So, erstes Spiel. 4 Trumpf dagegen. Beide Trumpfvollen bei uns. Wahrscheinlich das blanke Karo Ass erwischt. Nein, nicht blank. Auch noch die Lusche dabei. Gut. Hier fehlen, wenn man so will, schon die ersten 6 Punkte, die ersten 6 Augen, weil ich nicht mit der 10 direkt rangegangen bin, darauf spekuliert habe, dass das Ass blank war, weil ich sonst auch ein Schnippeln erwartet hätte. Die Frage ist ja dennoch, macht das hier einen Unterschied? Jetzt, wo Kreuz Dame kommt, sehen wir, es macht keinen Unterschied, er ist zu stark. Kreuz Ass 10, Lusche selber in der Hand, das heißt, bei 5 Trümpfen ohne Trumpf voll ist, er hat zwar Kreuz Bube, aber hat er natürlich auch eine starke Beikarte mit Ass 10, Lusche. Ass Lusche, das reicht auf jeden Fall auch gegen 4 Trumpf. Das hat ihn noch nicht bedroht. So, 5 Volle, worauf warten wir? 18 sind es. Aber es sind die berühmt-berüchtigten Versuchs-18. Ne? Wenn keiner was hat, dann ist auch die Chance gut, noch eine Verstärkungskarte zu finden. Wenn nicht 2, dann kann es ein gutes Spiel werden. Wenn einer 20 piepst, dann ist das ein Zeichen? Und Zeichen sollte man beim Skat nicht ignorieren. Da wird sogar ein Grang gespielt. Gucken wir mal, wie weit wir kommen mit unseren 5 Vollen. Naja, nach dem Stich wahrscheinlich nicht mehr besonders weit. Natürlich sind es auch 3 Buben. Wo wir selber 2x Ass 10 haben, ist das auch anzunehmen. Jetzt gucken wir mal, ob er vielleicht 3 Kreuz dabei hat für ihn. Nee, Kreuz steht 2-2. Gut, wir müssen ihn trotzdem, wir müssen einfach die Vollen anbieten, letzten Buben rausziehen. Wenn er Pik Ass auch noch hat, dann wird es ihm natürlich reichen. Dann zieht er einfach jetzt noch seine beiden Asse hin. Alles andere wäre natürlich auch kein ordentlicher Grang gewesen. Ich lasse das bisher einfach mal genau in der Originalgeschwindigkeit laufen. Ich behalte mir natürlich vor, hier zwischendrin mal auf Pause dann drauf zu hacken, aber so, weg, weg. Und
Jetzt muss man sich natürlich entscheiden. Ich denke, wenn man zu lange drüber nachdenkt, ist man leicht geneigt zu passen. Ne? Andererseits, hier müssen ja alle überdurchschnittliche Punkte machen. Die beiden anderen wollen nicht spielen. Das spricht schon dafür, dass irgendwie eine gute Karte im Stock liegt. Bauer oder Ass. Und dann noch eine, die das Spiel irgendwik ergänzt. Also ich sage die 18. Pik Bube gefunden, das ist doch gut genug. Damit haben wir 5 Trümpfer Pik. Eine gute, eine schlechte letztlich. Also den anderen Pik dazu, der war jetzt ja noch nicht mal eine Premium-Karte, aber das reicht. So, wo mir beide Trumpfvollen fehlen, einfach mal von oben knüppelhart durch. Da kommt auch der Volle und es steht Trumpf 3-3. Und so schnell hat sich gezeigt, dass das eine hervorragende Idee war, hier die 18 zu sagen. Spiel ist schon gewonnen. Schneider, Chance minimal, dennoch Versuch ist ja nicht strafbar. Wollen das dann auch. Also andere sagen manchmal, ich muss das auch genießen, hier die Karten runterzuspielen. Also um genießen geht es ja, glaube ich, weniger. Und man hat das eben auch schon mal gesehen. Und wenn es nur ein aus 10 oder ein aus 20 Situationen ist, wo dann mal beide die falsche Farbe halten. So, erste Hausnummer im dritten Spiel. 18 sind es wieder, aber auch wieder die berühmten Guck 18. Wenn wir es kriegen, gut, dann schauen wir, was wir daraus machen. Wenn gehalten wird, dann sind wir weg vom Fenster. Brust an der Stelle in die Runde. So, was haben wir hier? Ein Sechstrümpfer mit Dreien, wie es ausschaut. Es sei denn, mein Partner hat jetzt Pik Bube, aber die der Überlegungsmoment deutet hier schon nicht drauf an. Herz König, okay, hat versucht. Jetzt Herz Dame, alles klar. Die waren wohl blank. Also Herz 7 beim Alleinspieler, aber wahrscheinlich gedrückt. Ich glaube, man muss jetzt sofort erstmal den Blanken zeigen. Na, dass er Kreuz 10 nimmt, ist natürlich nicht so gut. Jetzt muss er eigentlich Kreuz zurückspielen. Eigentlich darf er sie nur nehmen, wenn er 4 Stück hat. Und der Alleinspieler jetzt noch 2 Unbekannte. Da hätten wir dann auf Karo spekuliert. Ja, jetzt sieht es aber eher so aus, als hätte er ein Herz und dann auch 3 Kreuz dabei. Dann kommen wir nicht ganz hin, ne? Partner sieht, das reicht nicht. Mit Karo 10 schmiert die Karo 10 noch nicht. Also wenn er Kreuz König laufen lässt an der Stelle. Habe ich in den Skat geschaut? Ja, es ist gedrückt, Karo, Dame, König, deswegen hat er Herz 7 oben. Wir hatten jetzt 21 in dem Trumpf. Wenn er jetzt Kreuz König laufen lässt auf 25, dann muss ich natürlich Herz Ass ziehen. Krieg hinten Karo 10 geschmiert auf 46. Dann kann ich Herz 10 anbieten. Wir machen dann halt noch Kreuz Dame und 10. Wir kommen genau auf 59. Wenn ich eine Lusche anbiete, dann schmeißt der Spieler Kreuz Dame weg und hinten wird die 10 geschmiert. Also wir kommen so oder so auf 59. Das heißt, in dem Moment schon Glück für einen Alleinspieler, dass das Trumpf Ass blank stand und nicht etwa die 10. Beziehungsweise, wir haben es ja auch gesehen, mein Partner hat es am Ende auch dann nicht so abgewickelt, dass wir in diese Gegend kamen. Aber schon mal so ein erster Hallo-Wach-Moment. Trumpf zu viert dagegen und Kreuz zu dritt stand also nicht besonders gut für einen Alleinspieler, war aber natürlich mit dreien in Vorhand schon eine starke Partie. So, jetzt haben wir es bekommen hier für 18. Man kann ja in dem Spiel auch die Pik 10 mitdrücken, ne? Die hängt auch so ein bisschen, aber dann macht man sich die Drohungen halt anders auf, ne? Und oft genug kommt ja irgendwie auch Pik mal auf den Tisch oder wir kommen einfach vom Tempo hin, um auch uns gegen Pik 2-2 die 10 hochzuspielen. Also ich drücke mir dieses Spiel gerade in Mittelhand doch lieber sauber. In Vorhand komme ich eher auf die Idee, die Pik 10 mitzudrücken. Ansonsten würdest du ja schon schwimmen bei diesem ersten Stich. Ob du da schnippelst oder nicht. So, ich habe jetzt hier, falls 4 Trümpfe sitzen, einfach auch nochmal den Bauern investiert, damit ich am Ende vielleicht übers Tempo hinkomme. So. Das Ding ist noch heiß, es kommt auf den Pikstand an. Aber gut, Pik Ass wird direkt rausgenommen, dann haben wir einen leichten Sieg. Also gegen Pik 2-2 wäre ich ja jetzt nach dem Trumpfabzug auch noch gut hingekommen. Pik Ass war wirklich blank. Pik Damenstich wird aufgegeben, weil es nicht mehr gereicht hat. Ja, also wir stehen 2-0. Das war nicht. Das eine war schon ein bisschen Puls. Der eben war auch jetzt nicht lupenrein. Also so gesehen bisher
sind wir gut dabei. Den hier müssen wir, denke ich mal, mindestens 24, eher Richtung 36 reizen, auch als Kreuzhand zur Not. Wollen wir mal hoffen, dass da wirklich nur ein Pik sitzt. Das ist der Fall. Karo Bauer, Herz König, das ist natürlich eine Traumfindung. Der Grang geht natürlich los, ohne Buben ist ja klar, gibt es nur zwei Abgabestiche. Mit Glück wird er irgendwie Schneider. Wenn jeweils die 10 zum Beispiel gestochen wird, mit der Dame drauf und dem Bauern 2x15. Wenn halt nicht gestochen wird, ist es nicht so gut, weil dann im Zweifel König, ein Stich und eine Schmierung sind dann eher 16 oder 17. Aber so geht es natürlich auch. Irgendwann bei Kreuz 10 konnte er sich noch zurückhalten mit dem blank stehenden Kreuzbuben, beim Herz Ass dann nicht. Sonst kommt danach Herz 10, Herz König, also wo der Kreuzbube links blank steht, war es sehr häufig Schneider. Hätte er schon alle drei Herzstiche jetzt auch noch verweigern müssen. Irgendwann hätte ich vielleicht schon genug gehabt, um Bauern dann auch noch rauszuspielen. Oder ich hätte einfach meine Lusche weitergespielt. So, Stechfarbe identifiziert, alles klar. Ah, Farbwechsel hätte mir jetzt besser gefallen. Andererseits, wenn es ein Fünftrümpfer ist, wo Trumpf 3-3 steht, dann ist es natürlich fair, ihn auch nochmal Trumpf zu kürzen. Jetzt hat er den Vollen gesehen, jetzt geht er auch über die Dörfer. Oh, Doppelläufer Karo. Das wird es wohl gewesen sein. Deswegen hätte ich mir den Farbwechsel auf Kreuz gewünscht. So, ich kann jetzt schmieren, aber Kreuz Ass 10 mache ich ja selber. Ich sehe ja, dass es ein Fünftrümpfer ist, sonst wäre er noch nicht so über die Dörfer gegangen und würde jetzt nicht Karo spielen, sondern Trumpf. Also es kann, ist der Fünftrümpfer, Kreuz Ass 10 kriege ich selber nach Hause, Pik Ass müssen wir heimkriegen. Deswegen entscheide ich mich jetzt hier zu stechen. Ich hätte eben dann von Spieler 2 gerne den Wechsel auf Kreuz gesehen, im dritten Stich. Dann nachdem Kreuz Ass 10 gelaufen wäre, hätte er auf Kreuz König halt einen Karo abtragen können. Ne? Andererseits, ob uns das irgendwo hingeführt hätte, weiß ich auch nicht, denn normalerweise kriegt er dann Pik Ass auch wieder nicht am Alleinspieler vorbei. Jetzt ist ein bisschen merkwürdig, er hat Pik Ass nicht geschmiert, jetzt muss jetzt Pik Ass rein. Oh, jetzt hat er Pik Ass verbrannt aus irgendeinem Grund. Gut, nicht, dass wir damit gewinnen, aber der Zug, die Zugfolge mutet natürlich schon merkwürdig an. Ne? Also warum hat das Pik Ass da nicht reingeschmiert? Ne? So, drei Bauern, ein Ass, zwei Zehner. Geht sie weiter, die wilde Fahrt? Oh, wir haben eine Gegenreizung. Hoffentlich bleibt es bei 22. Ja, und jetzt ist der Moment. 24 kriegen wir gereizt. Es ist also, es kann alles sein. Es kann ein Karo oder ein Pik natürlich sein, ohne Vieren. Es kann auch Null Ouvert sein. Wenn es Null Ouvert ist, muss man sagen, ich müsste dann natürlich schon auf Grang durchziehen. Dann wird Herz wahrscheinlich auch nicht gut stehen. Also, wenn es ein Karo oder ein Pik ist, liegt wahrscheinlich nicht richtig gut drin. Also, nachdem ich relativ gut stehe, habe ich es jetzt hier einigermaßen schnell weggepasst. Ne? Das ist natürlich auch so ein bisschen der Fluch der Karte. Wenn du die deutlich später im Turnier bekommst, sagen wir mal in den letzten 3, 4, 5 Spielen, wo du dann weißt du, ob du sie reizen musst oder nicht. Aber jetzt, wie ich zu sagen pflege, noch zu hell draußen. Es tut einem natürlich weh, ist ja keine Frage. Und es kommt der Null Ouvert und wir schauen und wir sehen, es ist, wenn überhaupt, also wir selber haben, können einmal auf den dritten Kreuz oder abwerfen, aber wir müssten zwei Karos loswerden. Das klappt nicht. Das weiß unser Partner im Zweifel noch nicht. Also können wir nur gewinnen, wenn zwei Herz gedrückt sind, denn unser Partner hat nur einen Abwurf auf Pik. Ne? Das hier mit dem Kreuz Ass startet, deutet darauf hin, dass von ein Karo und ein Herz jeweils gedrückt sind. Und dass es in Pik nicht geht, sonst wäre wahrscheinlich sofort der blanke Pik gekommen. Trotzdem versuchen wir es natürlich auf dem Wege. Und jetzt die Herz 7 raus. Bub. Spielen wir es hier sauber bis zum Ende. Ja.
Ja, und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Natürlich habe ich geguckt, was liegt drin. Karo Ass und Herz 10 wäre natürlich ein güldener Grang gewesen. Allerdings muss man auch sagen, den hätte ich nicht bekommen. Ne? Der Spieler reizt mit Sicherheit null Uwe Hand mit zwei blanken Achten. Also ich hätte es gemacht. Ne? Das war ja auch, ne, so wie er ihn jetzt hingelegt hat, auch gewonnen. Also den hätte er sicher gereizt. Spieler war übrigens Abby, mit dem ich erst im Skat Masters Finale gespielt habe, der hier diesen Nulluwer gespielt hat. Also definitiv einer, der den mit zwei blanken Achten reizt. Und dann hätte ich natürlich schon Grand Hand reizen müssen, mit einer blanken Karo 10, einer blanken Pik Dame. Also das ist utopisch, ne? Mit der Findung hätte es natürlich gepasst. Aber von daher, nachdem ich die Findung gesehen habe und das realisiert habe, ich komme halt auch mit 48 nicht ran. 48 sind ja noch auf jeden Fall vertretbar, die zu reizen. Nicht unbedingt vielleicht Pflicht, aber kann man auch gut machen am anderen Tag oder mit einem anderen Gefühl, wie auch immer. Aber das hätte auch nichts genützt. Jetzt passe, passe. Und der war mir jetzt auch wirklich zu heiß. Gut, Pik Bube liegt drin, aber wie letztes auch, eine gute, eine schlechte. Aber dafür war dieser Ansatz jetzt noch eine Ecke zu dürr. Dem brauchten wir also auch nicht hinterher trauern. Also, das ist zumindest schön zu sehen. Hier ist es anders als in den 12 Spielen Wochenmission. Da wird natürlich noch übertriebener gereizt, zu Recht, weil es wirklich nur 12 Spiele sind. Hier hast du natürlich schon die längere Sicht. Insgesamt sind es 36 Spiele. Da muss man nicht alles gleich auf eine Karte setzen. Da hast du auch mal ein eingepasstes. Hier hätte ich mich vielleicht zu einer Reizung hingereißen lassen, wenn ich Mittelhand schon gereizt hätte. Dann schauen wir uns den lieber an und haben natürlich ein bisschen Hoffnung, obwohl jetzt Herz getauft wird, dass wir im Gegenspiel was machen können. 18er Reizung. Jetzt dann mal Karo, die hoffentlich lange Farbe von meinem Partner treffen. Oh, der Karo König. Dann war es doch nicht die lange Farbe. Mit Pik hätte ich natürlich das Pik Ass verbrannt. Sehr wahrscheinlich. Aber jetzt hat er tatsächlich nur ein Karo. Da war es natürlich schon bitter, dass ich jetzt Karo getroffen habe. Und wenn er jetzt 5 Trumpf, 4 Karo und ein Kreuz hat, muss man sagen, war jetzt Pik Ass natürlich auch. Ich kann da zwar noch die Pik Dame reinlegen, aber das reicht ja nie. Da war ehrlicherweise, muss man sagen, Pik Ass jetzt auch keine besonders gute Karte. Allein mein Partner kennt ja schon die 4 Karos, die 5 Trumpf. Das heißt, er hätte jetzt an sich Kreuz Ass spielen müssen. Ne, in der Hoffnung, dass da. Also, dass da das Maximum fällt. Und Alleinspieler eigentlich, muss man sagen, super obskur, dass der noch ein zweites Mal Trumpf von unten gezogen hat. Denn wenn ich jetzt wirklich Pik hinterher spiele, dann kommt da in eine Kürze. Eigentlich ist das ein Blatt in Vorhand, wo du ja in der zweiten Trumpfrunde das Tempo ausspielen musst, den Kreuz Buben bringen musst, bevor du dann selber auf die starke Karo-Farbe wechselst, damit du eben insgesamt dann einen Stich weniger abgibst. Also so gesehen schon von beiden Spielern hier ein bisschen fragwürdig, fand ich vorgetragen, dass ich jetzt Karo treffe. Okay, wollte eben nicht von meinem Trumpfstarken Mann das Pik Ass verbrennen, sondern seine Reizfarbe jetzt hier spielen. Gut, jetzt kann man natürlich auch sagen, wo wolltest du das Pik Ass überhaupt unterbringen? Ja, ich selber habe nicht unbedingt einen Beikartenstich drin. Trotzdem, das kann er im Zweifel, wenn er Trumpf stark genug ist, halt selber unterbringen oder später nochmal kontrolliert irgendwo fallen lassen auf dem siebten und dafür in Trumpf mehr machen. Na gut, anyway. Längst Geschichte, weiter geht die wilde Fahrt. Nach Spiel 6 fühlte ich mich ja sehr wohl, da stand ich sehr gut, aber wie es beim Skat ist, ne, 4 Spiele nichts bekommen und schon sind die 2,79, sind nicht weniger Punkte geworden, aber sind natürlich nach Spiel 6 sind sie mehr wert als nach Spiel 10 oder jetzt nach Spiel 11.
6 Trumpf mit rein. Schwer vorstellbar, dass wir da irgendwas gewinnen können. Herz Ass 10 sogar an der Seite. Dann Schneider. Joa, bei Passe, Passe wäre ich nochmal bereit, mein Glück zu versuchen. Ja, in dem Moment, wo wir 18 hören, sollten wir uns raushalten. Also 3:0, die ersten 12 Spiele, 2,79. Das ist jetzt, hier könnten theoretisch natürlich noch was im Gegenspiel dazukommen. So oder so, 2,79 oder auch 3,19. Ist kein Totalschaden, aber ist natürlich auch noch nicht das, was wir im Schnitt brauchen. 420, 30 brauchst du an sich schon pro 12 Spiele. Gut, Skat verläuft nun mal nicht linear, das wissen wir, sondern immer in Wellen, von daher kein Grund zur Panik. Ich glaube, ich bin ja schon in ein wildes Spiel reingegangen, was sich gelohnt hat. So, und gucken wir nochmal hier bei 40 und da kommt der nächste Nulluwehr und Pik 8, einzige Schwäche. Leider hat mein Partner keinen einzigen Abwurf, sodass selbst mit zwei gedrückten Pik geht es natürlich nicht. Also wieder gewonnen, Spieler 2. Abby kommt mit seinen Nulluwehrs mit blanken Achten. Ob er eine oder zwei hat, kommt er locker durch und ist damit der souveräne Sieger dieser ersten Serie. 2,79, wie gesagt. Nichts verkehrt gemacht, denke ich. Trotzdem muss noch ein bisschen mehr kommen. Schauen wir, was die nächsten 12 Spiele bringen. Weiter geht's mit den nächsten 12 Spielen. 2,79 zu liegen, noch keins verloren. Mal gucken, ob und wann der Motor anspringt, das Maschinchen ins Brummen kommt. Hier ahnt man jetzt schon, dass ein 0 unterwegs ist, aber wo wir eine 20er-Reizung aus Mittelhand haben, spricht nun auch nicht unbedingt viel dafür, dass wir hier irgendwas gewinnen können, denn wenn, hätten wir natürlich am ehesten auch auf ein Herzspiel spekuliert. Das ist bei einer höheren Reizung über 0 rüber, wäre das ja sowieso schon nicht mehr möglich, aber jetzt einen Grang mit nur zwei hohlen Assen zu spielen und einem Bauern gegen die 20er-Reizung aus Mittelhand scheint einfach eine ausgesprochen schlechte Idee zu sein. So, natürlich kommt der Null und ja, wie soll der überhaupt gehen? Irgendwie auf den dritten Kreuz oder auf den dritten Karo, ne? Nachdem jetzt mein Partner Karo gespielt hat, wahrscheinlich blank, ist der Drops gelutscht. Also muss es irgendwie schon sowas sein, wo der Alleinspieler jetzt irgendwie Kreuz Drilling 8, 9, 10 oder sowas hat und jetzt, und mein Partner hat tatsächlich die 7, aber es ist der Vierling in Kreuz und damit ziehe ich jetzt die Kreuz 7 bei meinem Partner raus. Man muss aber auch sagen, ich habe natürlich selber nicht einen Abwurf, wo ich meinen zweiten Kreuz hätte loswerden können, von daher, das Spiel wäre auch als Nulluwehr gegangen. Ein Kreuz ist jetzt noch gedrückt, aber letztlich, er hatte ursprünglich 4 Kreuzen ohne 7, die müssen dann natürlich mal 2-2 stehen. Glück an der Stelle für Spieler 2. 18 für eine Herz-Lusche im Stock für Nulluwehr oder zwei Bauern für einen Pik, ne, sowas in der Art, oder zwei Piken oder zwei Herzen, was auch immer. Versuch's 18. Danach schnell wieder unter den Panzer zurückgekrochen. Vermuten wir doch gleich noch einen Bübli bei unserem Partner, gerade wo der Alleinspieler jetzt eben so über die Dörfer geht, typisches Motiv. Gut möglich, wenn er 5 Kreuz hat, dass jetzt schon Abstich kommt, deswegen habe ich zumindest ein Bild gelegt, ich war mir da noch nicht so ganz sicher. Ja, den König, selbst wenn er dann zwei Bauern hat, soll er den vielleicht nicht stechen, dann jetzt lieber Herz 21 tatsächlich. Karolusche ist mir fast ein bisschen wenig, ne? 4 Kreuz bekannt, 2 Herzen, 2 Bauern. Und wo wir Pik 10 sehen, sehen wir jetzt auch Feierabend, denn Pik Ass ist auch noch beim Alleinspieler. Und Karo 10 gedrückt. Aber von daher war natürlich nichts zu gewinnen. So,
So, hier die 20. Einfach ein Herz wollen wir nicht sehen. Gut, jetzt gehen wir ein bisschen dahin, wo es weh tut auch. Den 0 nehmen wir auch noch mit raus. Wir müssen ja irgendwann mal ein bisschen was anfangen. Der Kreuz sieht natürlich mit der Beikarte Pik 8, 9 und Karo 8 König auch noch alles andere als souverän aus. So, Herz, Hand. Ich hau mal ein Ass auf den Tisch. Direkt gestochen. Oh, Kreuz 10. Auch schön, ne? Ich gucke sie mir direkt nochmal an, weil es ist natürlich klar, dass Spieler 3 hier irgendwie, der muss ja noch einen weiteren Kreuz haben. Es können ja nicht 3 im Skat liegen, ne? Also gleich irgendwie sehr lässig gespielt, verklickt, was auch immer. Man hat gleich das Gefühl, wieso passiert das hier beim Rocket Monatsmission? Das wundert einen ja zumindest, ne? Muss man sagen. Da hat man gleich das Gefühl, okay, hoffentlich profitiere ich irgendwann in der Serie auch nochmal von so einem Spieler 3. Guck mal, jetzt nimmt er hier Pik König direkt raus beim Handspiel, wo der schon kein Kreuz hat. Also das, wenn er selber nicht Pik 10 hat, was nicht der Fall zu sein scheint, sonst hätte er sie nachgespielt, dann ist das natürlich auch irgendwie ein bisschen obskur, ne? Ja, Karo 10 rein, okay. Im besten Fall machen wir jetzt noch einen Karo-König-Stich. Im schlechtesten Fall gar nichts mehr. Also werden wohl zwei Kreuzen gelegen haben, klar. Dennoch irgendwie hat sich Spieler 3 damit bei mir so ein bisschen ins Abseits gespielt mit dem Vortrag. So. Jetzt haben wir hier das erste wirklich gute Blatt in dieser Serie. Hoffentlich kriegen wir es für 24, dass wir schauen können. Gerade mit blanken Karo König und Herz Dame ist das als Handspiel natürlich. Aber wir kriegen es nicht, dann müssen wir es auf Handspiel reizen. Ne? Zur Not, sagen wir mal, gehen wir auch auf Grang, falls da null Ouvert ist. Aber bei der 30er Reizung gehen wir hier auf Kreuzhand. Nehmen schon mal zur Kenntnis unser. Müssen wir gleich schon mal schauen. Reizt Spieler 3 jetzt, hält er seinen Reizwert? Wir vermuten mal ja. Also wir vermuten mal, dass er hier Karo gereizt hat. Ja, noch ein bisschen undurchsichtig auf, wo Herz 10 steht, wo die langen Farben stehen. Meist ist es gut, dann hier mal, also Trumpf Lusche oder Bauer ist jetzt hier die Frage. Meist ist es gut, hier schon mal was zu investieren. Hat sich schon mal gelohnt. Trumpf Ass und ein Bauer sind raus. 29. Ja, das hat sich doch ganz gut entwickelt. Ich glaube, damit sind wir schon so gut wie Sieger. 35. Jetzt können wir wirklich nur noch verlieren, wenn jetzt Pik Ass abgestochen wird. Das ist ja nicht anzunehmen, irgendwann im sonst wie vielten Stich. Oh, Kreuz Bube liegt sogar drin. Kriegst du selten bei 18? Oh, wir kriegen es bei 18. Wie schön. So, in Mittelhand dann mal 14 drücken zum Karo-Spiel. Selbst wenn jetzt hinten das Ass nimmt, was so der übliche Move ist, und er nimmt den König und spielt direkt das Ass. Das haben wir natürlich großartig gedrückt. Vor allen Dingen, weil schon vorhersehbar ist, dass jetzt sehr wahrscheinlich Spieler 3, wenn er rankommt, einfach den siebten Kreuz spielen wird, ne? Kreuz Dame. Und schon können wir unsere Pik Lusche abwerfen. Wird halt immer so gespielt. Und der Zug tut uns halt nicht weh. Wir werden, ne? Ob da jetzt auf Pik so die 14 fallen. So, jetzt kommt Pik Lusche hinterher. Könnte jetzt sogar unter der 10 sein. Ich glaube, wir stehen schon jetzt sehr gut. Selbst wenn alle Trümpfe stehen, haben wir eine Chance, weil gar nicht mehr so viele Augen unterwegs sind. Ne? Ein bisschen besser ist es jetzt noch, es sind nur noch Trumpf und Herz unterwegs, hier einmal das Herz Ass abzuspielen. Aber es ist nichts los. Es spielt sich natürlich ganz locker, wenn man weiß, dass kein Pik mehr draußen ist. Dann brauchen wir da auch nicht hochstechen. Ja, also das war schon schön, dass wir den bei 18 bekommen haben. Selbst wenn eben im ersten Stich hinten Kreuz Ass dann nimmt und dann spielt er normalerweise einfach den Kreuz zurück. In dem Fall wäre es dann König gewesen, König Lusche oder weiß ich nicht, König Dame. Dann kann man immer noch auf sieben Augen die nächste Pik Lusche auch fallen lassen. Also in dem Spot ist es sicher besser, die 10 unten zu haben.
In der Summe sind wir jetzt hier schon gleich bei der Hälfte der Geschichte. Bergfest nach diesem Spiel. Spiel 6 ist schon durch. Und irgendwie, also so richtig, kann man wirklich nicht sagen, dass hier die Maschine angesprungen ist. Ne? Kann man nicht so richtig sagen. So, und gucken wir mal. Herz Dame, eine schöne Angriffskarte gegen Ass 10, 9, 8. Ein Abstich, wenn dann gestochen wird von unserem Partner und dann bleibt der Königstich stehen. Das ist, glaube ich, die beste Angriffskarte, die ich hier habe. In dem Moment, wo Herz Ass drauf geht, sieht man schon, dass das nicht der Fall ist. Denn wenn das das Problem des Alleinspielers wäre, dann würde er hier nur mit der 10 raufgehen, typischerweise. Ne? Ja, er hat halt nur 3 Herzen. Unser Partner hat den zweiten Buben. Also jetzt Karo aus der Doppellusche wirkt natürlich schon obskur, muss man sagen. Pik hatte er nicht, konnte er nicht spielen. Jetzt fliegen und er hat selber Kreuz Ass. Er hat Kreuz Ass zu viert, ohne die 10 und ohne König. Trotzdem irgendwie obskur nach dem Abstich, da jetzt nicht sein Ass zu spielen, sondern aus einer Doppellusche auszuspielen, ne? Also überzeugt jetzt auch nicht restlos. Ne? Hätten wir das Spiel sonst gewonnen? Wahrscheinlich nicht. Hätte ich vielleicht auch das Herzbild auf den Einstich trotzdem schon legen sollen oder müssen? Schwer zu sagen. Wenn der Partner den Alleinspieler anspielt, macht der Herzkönig dann an sich schon noch einen Stich. Dann ist es richtig, dass der jetzt noch eine lange Farbe da hat mit dem Ass. Jetzt auch nicht unbedingt vorhersehbar. Nun gut, weiter geht's. Wir haben was zu reizen. Wir haben eine Pflichtreizung hier, mindestens mal 33. So, hier bei 24 scheint mir der Spieler ein bisschen zu überlegen. Hat er da irgendwie ein 0 tatsächlich, wo er jetzt sich entschlossen hat, durchzuziehen. Aber jetzt kriege ich es bei 33, da kann ich natürlich gucken. Finde zweimal Schrott, links und rechts ein Bild, kann ich wieder drücken. Ja, mal davon ab, dass der Pik ist ohnehin das stärkere Spiel, aber die Reizung zwingt mich ja sowieso zum Pik. Jetzt ist natürlich kurz die Frage, wie gut sind die Aussichten gegen die 33er Reizung? Aber ich habe ja schon vorher festgestellt, mein Gefühl ist, Spieler 3 reizt seine Spieler aus. Das heißt, er hat eher den Herz gereizt als den Pik. Wenn er jetzt natürlich alle Herzen dagegen hat, ist das auch natürlich keine gute Nachricht für das Spiel. Aber letztlich, wir haben ja nun kein besseres Spiel. Ne? Wir haben einfach kein besseres Spiel. Vielleicht hat er eben auch so einen vollen, nehmen wir und dann gucken wir erstmal von oben das erste Mal. Da kommt Herzbube, okay. Vielleicht, weil er jetzt noch einen vollen dabei hat. Also ich denke, wir müssen auf den Trumpf vollen erstmal hoffen. Jetzt kommt Karo Bube. Okay, schon auf jeden Fall Spieler 3. Spielt es auf eine merkwürdige Weise, auch die Trümpfe in der Reihenfolge. Ne? Vielleicht hat er Pik Ass 10 und die beiden roten Bauern und nur ein Herz oder so. Ne? Und deswegen 30 noch rausgenommen quasi als so und Pik oder Kreuz als Option. Ah, er hat wirklich den Herz gereizt. 3 Herz dagegen und die beiden roten Bauern. Hier war natürlich eine Überlegung, ob wir wirklich nochmal die Trumpflusche rausblasen auf Trumpf 1-1. Jetzt kriegen wir hier die Chance, nochmal ein volles zu stechen. Das ist soweit gut. Jetzt Kreuz raus und jetzt theoretisch, huch, Spieler 2 hat noch Trumpf Ass. Ja, dann sind wir natürlich völlig chancenlos. Dann sind wir chancenlos, gerade jetzt auch noch, wo Kreuz Ass reingeschmissen wird. Wenn er das Kreuz Ass noch behält und die beiden Herzstiche, ne, sodass ich dann die letzten beiden Herzstiche mache, dann hätte es vielleicht noch ganz knapp reichen können, aber so, nein, das war eine komplett verurteilte Karte. Ne? Mittelhand hat die beiden roten Bauern Herz König zu dritt und Vorhand hat Pik Ass den König Dame. Die Findung habt ihr gesehen. Erfindung komplett Schrott. Kartenverteilung, dagegen war das Spiel einfach niemals zu verteidigen. Bisschen Pech, jetzt muss man sagen, spätestens jetzt muss einem natürlich dämmern. Es ist nicht so ein Turnier, es gibt ja auch diese Turniere, wo die Karte einfach mal so läuft, dass man so im Autopilotenmodus ohne groß schwitzen, ohne groß pumpen
einfach so durchmarschiert, ne? 1250 oder 1300 ist ja nicht so, dass mir die nicht oft genug passiert. Aber es sieht irgendwie so aus, auch wenn man so in diese Königs-Damen-Kombos hier reinschaut und dann noch so ein gutes Spiel quasi im Prinzip an die Rübe kriegt, völlig chancenlos. Dann sieht es so aus, als ob wir jetzt wieder hinten raus richtig rudern müssen, als ob jetzt wirklich gleich noch wir auch das Reizverhalten jetzt mal so langsam umstellen müssen auf Risiko. Mindestens als ein, zwei Gänge auf einmal jetzt hochschalten nach dem Verlustspiel. Die Herzen jetzt überzeugen mich hier auch nicht so richtig. Hätte zum Beispiel natürlich auch mal die ohnehin sonst tote Karo 10 da ausspielen können. Nicht, dass wir gewonnen hätten, aber was Spieler 3 da macht, das kommt mir doch so einigermaßen willenlos vor. Und wieder Damenkönige. Herrlich. Meine Zeit kommt noch. Meine Zeit kommt noch. Und ich sag euch, bleibt auf jeden Fall dran. Hier passieren gleich noch ein paar richtig verrückte Dinge. Irgendwie aufgrund der Reizung mal so Herz Dame sogar angefasst. Ah, scheint doch wieder ein bisschen zu stark zu sein, ne? Kann lassen. Ist das der Bluff? Ja, es ist der Bluff. Wohl bekomm's. Ja, gut, das ist natürlich jetzt auch irgendwie ein bisschen wenig, dass er jetzt da beide Pik-Luschen irgendwie auf vier Augen Herz abschmeißen durfte. Ja, wäre besser gewesen. Ja, wahrscheinlich kommen wir, nachdem ich geschmiert habe, nicht mehr raus, ne? Auch wenn er Karo König spielt, erst Karo König und dann. Jetzt hat er erst Herz König, dann Herz Lusche gespielt, sonst hat er Karo König, dann die Lusche. Oh, so, wir haben es bei 18. Ich hatte ja gesagt, wir müssen was tun. Pik Bube immerhin, die andere wieder gewöhnungsbedürftig. Ja, komm, Hinterhand. Jetzt muss einfach mal alles funktionieren. Er ist wirklich kein schöner Gang, er ist wirklich überhaupt kein schöner Gang mit null Augen gedrückt. Aber, Pik ist schon mal so, wie es soll. Ne? Da muss man einfach mal fünfe gerade sein lassen und hoffen, dass dann auch Pik auf den Tisch kommt. Bauern auch verteilt. Jetzt sieht es ja schon richtig gut aus. Sie haben vor allen Dingen auf Pik auch wirklich nur 11 Augen gemacht. Das stimmt gar nicht. Ich hatte selber die Dame. Jedenfalls, sie haben den König noch nicht mitgenommen. Ne? So. Ja, Kreuz jetzt auch noch artig. Also, Spiel gewonnen. Gang mit Zweien. Das war jetzt der erste, den man normalerweise nicht zur Nachahmung empfiehlt. Das ist natürlich wirklich überhaupt kein gutes Spiel gewesen, schon vom Reizen nicht, aber irgendwann muss man ja hier mal was tun. So, und der ist jetzt natürlich deutlich überzeugender. Keine 7 im Blatt. Ich denke, 0 müssen wir auf jeden Fall rausnehmen. Aber ich denke, bei meinem Stand ist das jetzt auch schon plausibel, dass wir hier nicht Null-Ouvert sehen wollen oder dass wir dann auch mal darauf hoffen, dass der Vorhandspieler dann jetzt Null-Ouvert reizt und wir entsprechend jetzt auch mal was finden. Ne? Ein volles noch drin, Herz Ass oder ein Herz 10 zumindest, dann haben wir ja vielleicht gar nicht so schlechte Chancen. 1, 2, 3, Kreuz 8 und Herz 9. Ja. Also Tage wie dieser, an so einer Findung sieht man es auch wieder, nicht so dolle, wobei man ja sagen muss, hey, Moment mal, immerhin die Kreuz-Lusche ist doch der fünfte Trumpf. Wir müssen nicht auf Grang gehen, wir können noch auf den Kreuz gehen, in Mittelhand mit der üblichen Drückung, in der Hoffnung, dass ein kleiner Herz rauskommt aus dem Drilling zum Beispiel, wir im Rückschub Herz vollen stechen können. Oder auch normal ist es natürlich besser, wenn du von jedem zwei hast, zwei Herz, zwei Karos, denn wenn jetzt vorne der Karo-Drilling sitzt, und dann ist es natürlich auch wieder nicht so schön. Karo kommt raus. War das jetzt wieder der König geschnippelt und gleich das Ass hinterher? Das wäre noch okay. Nee, der König war wahrscheinlich blank. Darauf deutet die Trumpf 10 an. Ja, dann sehe ich schon den Film ablaufen. Ne? Trumpf 10 aufgrund der Reizung, klar. Spieler 3 nimmt einen Bauern. Karo Ass, Überstich. Das sieht nicht gut aus, muss man sagen. Was ist hier passiert? Moment mal, Leute. Habt ihr das gesehen? Ich sagte doch, Spieler 3 ist irgendwie obskur unterwegs.
das kann ja irgendwie nicht richtig gewesen sein. Bei einer 48er Reizung da jetzt keinen Bauern drauf zu legen. So, jetzt ist für mich natürlich wieder die Frage, warum spielt Spieler 2 jetzt die Trumpf 10? Wahrscheinlich hat er 4 Trumpf oder so. Natürlich will er jetzt Karo sehen und darauf Sachen loswerden. Ich glaube, ich muss den auf den Doppelläufer Pik hoffen. Ne? Trumpf oder Doppelläufer ziehen? Das ist hier wirklich jetzt die Frage, die ich mir wieder mal stellen muss, die übliche Frage. Ich glaube, es ist in Ordnung, hier auf den Doppelläufer zu gehen. Ah, da kommt der Doppelläufer nicht. Und da ist ein Bauer, da wird auch noch ein weiterer Bauer sein, ne? Sehr wahrscheinlich. Warum ist er da auf die Trumpf 10 nicht reingegangen? Okay, sie haben gerade mal 16 Augen. Karo Ass, keine Riesenüberraschung, wird natürlich überstochen werden. Wenn danach noch Trumpf 1-1 steht. Die Frage ist so ein bisschen, wie günstig werde ich meine, so 30, wie günstig werde ich meine Herzdusche los? Da kann er wahrscheinlich essen, wird er herzvoll schmieren. Nee, er sticht und er bringt Karo Lusche, 36. 36, jetzt Herz Ass 47 und jetzt noch ein Bauchentstich mit Herz 10. Ich gewinne das Ding. Das ist ja eine Rakete. Ich glaube, ich habe 61. Lass mich nicht verzählt haben. Ja! Legendär. 270. Nicht ganz so viel wie eben. Kommen jetzt noch einen hinterher? Nee, da sind sie wieder, meine 5 Bilderfreunde aus der Damen-König-Ecke. Nun gut. Okay, komm. Weil es gerade läuft, nochmal 18 gehalten für eine Traumfindung, aber bei 20 gehen wir raus aus der Nummer. Heieiei. Das waren jetzt aber zwei wilde Spiele, muss man sagen. Der eben war fast mit mehr Glück als Verstand. Also gegen den Karo drohenden Überstich und Pik zu dritt. Wenn er in Herz nur, also wenn er statt der Karo Lusche dann Herz Bild spielt, bin ich halt schon rasiert. Ich bin jetzt wirklich die Herz Lusche so günstig losgeworden, wie man sich das nur erträumen konnte. Spieler 2 trifft da in dem, jetzt natürlich hier noch ein schöner Hinziehrang, okay, wie das dann so ist. Spieler 2 trifft eben in dem Vorfall natürlich keine Schuld, höchstens so eine ganz geringe Mitschuld. Vor Pik König kann er natürlich theoretisch auch erst Herz Ass noch ziehen. War ja klar, dass das jetzt ein Fünftrümpfer ist, wo ich schon über die Dörfer gehe mit dem Pik Drilling und einem Karo. Also muss ich noch ein Herz haben, aber ob Spieler 3 da jetzt dann das Herz 10 und Herz König reingelegt hätte, das ist nicht überliefert. Ich meine, den Buben auf Pik König, der sah natürlich obskur aus. Das war aber noch nicht mal so schlimm, denn damit sind halt die Buben getrennt worden. Die wären sonst ja übereinander gefallen. Ne? Also das war noch nicht mal so dramatisch, aber danach halt, um dann danach die Karo Lusche zu spielen, wenn dann wenigstens Herz König oder Herz 10 dann gekommen wäre, hätte ich das Spiel auch noch verloren. Also, wir müssen hochzufrieden sein. 279 und 270. 549, 7-1. Eigentlich, was auffällt, ich habe noch nicht ein Spiel umgebogen. Nur selber jetzt hier eins verloren. Okay, die Hoffnung stirbt zuletzt. Auf geht's in die letzten 12 Spiele. Jetzt muss aber mal richtig was passieren. Schauen wir, wie es losgeht. Es sieht schwierig aus, ne? Mit zu vielen Damen und Königen macht man beim Poker einfach mehr Karriere, vermute ich, habe ich gehört. Nicht, dass ich dieses Spiel kenne oder schätze oder liebe, aber zumindest so viel weiß ich. Damen- oder Königsaufläufe bei Poker kommt besser. So, 4 dagegen. Mal gucken, was geht. Klären wir erstmal das Unvermeidliche. Ich meine, ich muss ja meine anderen Vollen, ich habe ja noch genug Volle, die muss ja auch irgendwo loswerden. Natürlich habe ich aufs Ass bei meinem Partner gehofft, aber okay, gut. Alleinschwert das Ass. So, ist das jetzt der 5-Trümpfer oder der 6-Trümpfer mit 3? Nein, 6-Trümpfer mit 3. Ja, ich muss sogar Trumpf König aufgeben, damit Karo, weil Trumpf 10 noch draußen ist. Schwer.
schwer zu ermitteln, was wir jetzt noch für ein Spiel schlagen sollen, ne? Ehrlicherweise, nachdem jetzt Kreuz Ass kommt, da fehlt ja sogar, ne, die Übergabe jetzt in die Mitte. Aber selbst wenn er ein Kreuz 21, ein Karo 21 und dann noch ein Herzstich, wir können hier kein Spiel, können hier kein Spiel mehr schlagen. Guck mal an, er hat tatsächlich eine Kreuzlusche, eine Karolusche und Herz Ass Lusche, also hat jeweils Kreuz und Karo den König gedrückt. An der Stelle hat er tatsächlich Glück, dass die blanke Herz, die ich aufgespielt habe, dass das die 10 war. Ne? Wenn das jetzt nur der König oder so gewesen wäre, dann hätte er ja beim Spiel mit 3 wahrscheinlich auch rausgenommen. Wenn dann mein Kumpel das Kreuz Ass nicht schmiert, ne? So, sondern was weiß ich da, in Herz dann meinetwegen die Herz 10, weil er die Dame noch hat. 12 und dann ziehen wir zweimal die 21, erst Karo 21, dann Kreuz 10 mit Übergabe und dann Herz, Dame, Lusche und meine Kreuzdame auf 60. Also theoretisch war da auch wieder ein bisschen, also rein von den Farblängen und so weiter, war da ein bisschen Schmackes drin. Ich glaube, beim Sechstrümpfer mit 3 in Hinterhand hätte ich nicht so gedrückt, dass ich splitte quasi und in die beiden Könige drücke. Dann hätte ich lieber eine Farbe weggedrückt, König Lusche, dass genau das nicht hätte passieren können. Klar, dann hast du einen König mehr in der Abgabe und das kann auch in der Farbe wieder was Dusseliges im Aufschlag passieren. Dennoch glaube ich, dass ich das beim Sechstrümpfer mit 3 und Seitenass präferiert hätte, nicht in jeder Farbe eine Lusche zu halten. So, mal gucken, was hier beim Pikant geht, wo ich nur einen Trumpf habe. Ehrlicherweise, dieser erste Stich macht jetzt natürlich auch schon wieder, aha, da ist noch die Kreuz 8. Der sticht Kreuz Dame. Also entweder Kreuz Ass liegt oder mein Kumpel hat beim Handspiel unterm Ass gespielt. Wahrscheinlich wird Kreuz Ass liegen. Wollen wir es irgendwie mal hoffen. Und so wenig, wie ich hier zu schmieren habe, sieht das alles natürlich auch schon wieder nicht so erbaulich aus. Herz Ass hat er auch noch, damit ist der Drops wohl gelutscht. Ja, gelegentlich haben wir hier diese kleinen Pausen, wie es auch in echt lief. Ich weiß nicht, warum da diese riesigen Überlegungen manchmal drin sind, aber so ist es ja nun mal am Skattisch. Wenn euch das halt ein bisschen, guckt mal an, Herz 10 gestochen. Oh, und Alleinspiel hat im Prinzip ein Zwei-Farben-Spiel. Der hat ja gar kein Karo und kein Kreuz. Wahnsinn, zwei Asse drin, ne? Zwei Asse drin. Gewinnt mit 77. Gut, hätte er wahrscheinlich andersrum auch gewonnen. Aber natürlich, also er brauchte die Asse nicht unbedingt. Er hat ein Zwei-Farben-Spiel, ne? Mit Herz Ass 10 zu 4. Von daher war trotzdem ein gutes Spiel. Wenn es euch manchmal hier zu langsam ist, ihr könnt gut auf YouTube auch mit der Geschwindigkeit auf 1,25 oder auf 1,5-fach stellen. Dann kommt ihr ein bisschen schneller dahin, wo es interessant wird. So, natürlich hier wieder die 18 in Mittelhand, nur die 18. Aber ich meine, die anderen brauchen jetzt ja auch. Wir brauchen hier im Prinzip 700 Punkte aus 12 Spielen bei 550 Ligen. Die anderen werden es ja auch brauchen. Es wird ja nach Punkten gesetzt. Da muss doch jetzt was drin liegen. Komm, wie damals, Pik Bauer, Pik Ass. Also, ehrlich mal, Leute. Karo Dame, Kreuz 9. Bin ich verflucht heute? Das ist doch nicht zu fassen, oder? Gut, der Pik muss jetzt richtig gut laufen, also jeweils in Herz und in Karo müssen die Zehnten hochgespielt werden und dann Trumpf noch 3-2, zweimal Trumpf von unten, 21, 26, Herz, Ass, König, 41, Karo, Ass, König, Dame, 58, sowas in der Art, ne? Oder 59. Herz, Ass kommt schon mal raus, das ist gut. Wie gesagt, 15, 18, 15 in Herz, 18 in Karo, 33, 21 im ersten Pikstich und 15, 18 und 33, 43, 54 und dann noch Pik Dame und einen Bauer. 59 sehe ich davor, wenn die Karo 10 auch hochgespielt wird und Trumpf 3-2 steht. Da kann was gehen. So,
Der wird ja nun erstmal laufen. Ne? Traue ich vorhin nicht zu, dass er jetzt aus dem Viererzug aufgeschlagen hat. Boink, puff, geplatzt. Ich klingel jetzt hier schon mal in die Runde. Also was für ein Anschiss, oder? Du kriegst das Ding hier bei 18, findest links und rechts eine und dann wird da direkt, ich glaube, jetzt haben sie 57. Ich meine, beide Zehner werden freigespielt, ne? Aber das bringt mich natürlich sofort, das bringt mich der Vierer zu Herz um. Das war natürlich nicht mehr zu verteidigen. Jetzt können wir auch von oben spielen, nicht, dass uns auch noch Karo 10 abgestochen wird. Jetzt ist es egal, ob wir da noch ein Kreuz 10 dadurch versenken. Heieiei. 9 Spiele noch und jetzt brauchen wir schon 800 Punkte. Also die Chancen sind nicht unbedingt gestiegen, aber ihr seht, ich bin noch optimistisch. So, guck mal, jetzt geht's los. Jetzt springt das Maschinchen an. 3 Asse, 2 Bauern, Vorhand. Weg, weg. Hepp. Guck, also nur mal kurz zum Genießen. Ich habe Pik Dame, Herz Dame gefunden. Habe ich denn heute auf die ein Abo? Gut, wir machen natürlich trotzdem Grang. 7 Augen runter. Irgendwas muss hier mal funktionieren. Wäre schon gut, wenn die Jungs verteilt kommen, ne? Da kommen sie. Sehr gut. Spiel so gut wie geworden. So gut wie. Ja, also so ganz normal ist es nicht, ne? Da wird auch das Spiel wieder schwer, weil jetzt irgendwie Pik gleich wieder 4-0 steht. Jetzt muss man gleich wieder das Rechnen anfangen, muss ich den ersten Herz, ich meine, ich habe 2 Herzbilder gedrückt, im nächsten Herzstich wird nicht mehr da liegen, da werden dann höchstens noch 10 da liegen, dafür wird gegebenenfalls eine Übergabe kaputt gemacht. Aber ist es jetzt schlau, da irgendwas abzuwerfen? Wahrscheinlich nicht. Stechen, einmal Karo von unten, kommt der nicht auch noch zu viert, das wäre schön. Guck mal. Und? Dann kommen jetzt natürlich noch die obligatorischen Herzstiche und Karo 7 ist wenigstens hochgespielt und wir haben Grang gewonnen. Ja, 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 ja. So, plus 4, los geht's. Jawohl, das sind die Spiele, auf die ich gewartet habe. Warum hat das denn so lange gedauert? So, dann machen wir natürlich den Granghand mit Schneider angesagt. Blanke Pik 10, das juckt uns. Also den kann man selbst, den kann oder muss man wahrscheinlich fast jederzeit spielen, ne? Aber nein, muss man vielleicht nicht jederzeit spielen, die Schneider-Ansage. Aber in dieser taktischen Ausgangssituation ist es natürlich Pflicht. Die Chance, dass sie da rauskommen, ist schon sehr, sehr, sehr gering. Mit ein bisschen Glück liegt ja sogar Pik Ass und dann ist es Schneider-Schwarz. So, also hier zum Beispiel ist es sicher so, Pik 10-Abwurf ist jetzt hier die Karte, um den Schneider am sichersten zu machen. Aber deckt natürlich nicht ab, dass Pik Ass auch drin liegen könnte. Deswegen stechen. Und wenn man jetzt den Buben zieht, riskiert man natürlich einen Abwurf Pik. Deswegen direkt die Pik 10 raus. Dafür hat man jetzt natürlich auf der anderen Seite, Pik Ass ist nicht drin, noch die Gefahr, dass jetzt Herz Dame König auf den Tisch kommt mit dem Abstich. Aber auch der Kelch ist an mir vorbeigegangen. Karo Bube saß hinten, aber eben war hinten ja auch die Herz 8. Also hinten ist nicht eine Farbe frei. Ja, geht, so verrückt wie das ist, geht jetzt was? 222, bing, Prost, Prost und wieder 3 Jungs. Kommt jetzt, wir rocken das noch. Das kleine Wunder von Hamburg, nimmt es hier Gestalt an? Nein, wir kriegen wieder eine Reizung, wir kriegen wieder eine Reizung. Ist mir jetzt aber auch wirklich Banane, 0 Reizung, da kann ja mal Pik, Bauer und Ass liegen, wenn es eben schon nicht lag. 1, 2, 3, Hepp. Aber, also Leute, jetzt ehrlich mal, was ist denn hier los? Wie kann man denn jetzt 2 Damen finden bei einer 23er Reizung? Ich weiß nicht, wievielte Mal ich jetzt also hier Damen finde. Das ist ja wirklich obskur. Ja, also wir sind bei 23. Was bleibt, ne? Es kommt einer der stärksten Grangs. Mit einer, sagen wir mal, einer Außenseiterchance. Okay, Herz Ass ist schon mal gut. Wir haben Tempoprobleme, wir haben Augenprobleme, wir haben eigentlich nur Probleme.
Theoretisch gibt man hier 7 Stiche ab. Aber guck mal an. Guck mal an. Herz 10. Das ist ja schon mal gut. Oh, 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 oh. Plötzlich sind wir schon fast Favorit, ne? Selbst wenn der Abstich kommt auf 30, wenn dann nicht Pik alles zusammensitzt, guck mal an, wie schnell sich das Problem erledigt hat. Herz 9 ist jetzt noch eine Stehkarte. Theoretisch nur noch, wenn jetzt alle Piken dagegen sitzen, an die 10 kommen sie nicht ran, aber wenn sie jetzt noch 18 machen mit zweimal Schmierung, ne? Dann, also wenn sie einmal noch tauchen und zwei volle geschmiert werden, dann würde ich das Spiel noch verlieren. Aber, also, der Grang lief ja so geschmeidig, das kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, ne? Dass der Grang so geschmeidig läuft. Aber das Gute bei so einer Nummer ist, wenn du solche Spiele jetzt siehst, wie die funktionieren, dann das gibt richtig den Glauben zurück. Die anderen, also, was soll jetzt hier passieren? Die Post geht ab, 320 zur Hälfte. So gut stand ich, so viel hatte ich jeweils in den anderen Partien noch nicht mal nach 12 Spielen. Jetzt noch zweimal 200er Päckchen auf 700. Dann habe ich 1250 und dann gucken wir mal, ob das reicht. Und jetzt Passe, Passe. Was ist hier los? Bauer und Ass bei Passe, Passe. Ja, sehr solides Pikspiel. Der Grang braucht eigentlich verteilte Bauern oder eine blanke Pik 10, ne? Andererseits 400 Punkte. Komm, auf geht's. Auf geht's. Worauf warten wir noch? Es sind ja nur noch 6 Spiele. Nein, Bauern sind nicht verteilt. 4 Augen haben wir liegen. Das ist nicht... Und Karo steht auch noch zu dritt. Also es ist ja wirklich das Unglück... Irgendwie Kreuz Lusche deutet mir nicht, scheint mir nicht darauf hinzudeuten, dass Pik 10 blank ist, aber wir müssen natürlich drauf stehen, spielen. 15. Pik Lusche ist nicht blank, wir haben 26. Ja, ich glaube, da geht gerade einer über den Jordan. Nein! So. Pik König Bluff hat insofern schon mal funktioniert. Er hat zwar nicht gestochen, das wäre natürlich Premium, aber warum hätte er das machen sollen? Ne? Dann hätte er auf die 10 gewartet. Aber er hat zumindest schon mal nicht geschmiert und muss jetzt hier den blanken König geben. Eben kam eine Lusche rein. Was haben wir liegen? 26. Ne? Jetzt 42. Ja, und jetzt wollen wir mal Pik Dame fortsetzen. Ne? Und gucken, was passiert. Wenn er nicht sticht, dann habe ich eine Chance. Herz, oh, 49, er hat sogar ein Bild gelegt. Jetzt muss ich eigentlich sofort mit den Sack zumachen mit der Karo 10, weil ich doch das Bild kriege, ne? Damit bin ich doch schon zu Hause. Jetzt spiele ich aus irgendeinem Grund, habe ich hier an der Stelle auch Lachs und Schnell gespielt, weil ich natürlich irgendwie nicht damit gerechnet habe, dass da jetzt schon ein Bild rein... Ich weiß auch nicht. Ich meine, der Bluff mit Pik König hat da eine Lusche rausgelockt und ich kriege von ihm einen Herzkönig abgeworfen und einen Kreuzkönig. Also das ist ja schon mal wirklich sensationell. Und jetzt schaffe ich das hier nicht, die Karo 10 zu ziehen. Aber jetzt guckt euch das an. Der glaubt mir nicht, wie schlecht mein Grang ist. Der hat da noch Herz 10 reingehauen. Es ist doch manchmal wirklich zum Piepen, oder? Das Spiel, man kann es nicht erklären. Man kann dieses Spiel nicht erklären. Also ich sage euch nur das, nachdem ich diesen Grang jetzt 78 Augen kriege, gegen Bauern in einer Hand, Karo König zu dritt und Pik 10 nicht blank. Jetzt habe ich 400 Punkte und ich brauche an sich nur noch 300 Punkte. Es sind noch 5 Spiele. So starten doch Wunder, oder? So starten Wunder. Der Grang eben, jetzt dieser Grang. Wieder 5 Damenkönige. Aber so ein Wunder, das muss ja auch ein bisschen, das muss ja ein bisschen kitzeln. Das hat ja auch noch Zeit. Da ist noch fast Zeit jetzt. Ich habe ja alle Zeit der Welt hier. Sind danach immer noch 4 Spiele. Ah. Also, so viel kann ich schon sagen. Ein sehr verrückter Skatabend, dass sich die Geschichte nicht schon nach 2 12er Serien erledigt hat, das war ja klar. Dass die Entscheidung erst kurz vor Schluss fällt, das überrascht mich nicht. Aber dass wir jetzt überhaupt noch mal so dicht rangekommen sind mit diesen verrückten Spielverläufen, das macht schon wieder richtig Laune.
habe ich ein gutes Gefühl, dass das noch gut ausgeht hier. Denn wenn da nochmal so ein Gang mit Vieren vorbeikommt, den weiß ich ja dann auch, wie der geht. Oh, guck mal an hier. Karo König wahrscheinlich gedrückt, sonst wäre Karo Ass nicht raufgegangen. Oh, guckt euch das mal an. Jetzt kommt hier Herz 10. Was kann das bedeuten? Alleinspieler hat offensichtlich, muss jetzt ja schon aus Herz Ass 10 abwerfen, weil er auch noch Kreuz Ass 10 in der Hand hat und die bestellte Pik 10 oder den bestellten Pik König mit der Pik 10 gedrückt. Er hält die Stärke in Pik hoch und schmeißt sich hier das Herz Ass blank. Ja, das ist übrigens wieder kein guter Zug, ne? Denn wo jetzt der König fällt, können wir das Spiel halt nicht gewinnen. Egal, ob er die Pik 10 jetzt noch oben hat oder nicht, weil sonst kein Voller mehr draußen ist. Mein Partner muss jetzt eigentlich, die Sache ist ja glasklar, er muss jetzt ihn ins blanke Herz Ass einspielen, denn dann könnten wir noch Pik König 10 schlagen, weil dann der Alleinspieler ja, weil mir die Herz Dame dann hochgespielt wird und der Alleinspieler wird dann wahrscheinlich erst Kreuz Ass 10 irgendwie spielen und müsste am Ende mit Pik König 10 antreten. Und wenn er vorher dann den Pik König spielt, dann nehme ich und spiele ihm Herz Dame und er muss dann noch einen vollen verbrennen. Also wir hätten einen Stich mehr machen können, wenn Pik 10 oben gewesen wäre, etwa Pik 10 König. Und die Chance, das stand jetzt nicht so, dennoch nicht gut gezockt hier von meinem Partner, war eigentlich alles klar. So, 18. Ah, wieder ein bisschen zu dünn, um jetzt hier durchzuziehen, ne? Da fehlt wieder mindestens eine weitere 10, eigentlich noch das dritte Ass, muss man ehrlich sein, ne? Kreuz ohne 9 mit nur zwei Seitenassen und einem Trumpf spielt man jetzt halt auch nicht so gerne. Oder Karo ohne 4, 4 Trümpfer mit einem Seitenass. Wenn Vorhand 18 hält, schmilzen die Chancen. Also, das war jetzt zweimal nichts. Das sieht aus wie ein 7-Trümpfer mit 3. Selbst wenn wir die 28, wenn er Karo 7 Dame König hätte und wir die 28 dann machen könnten, habe ich ja selber Herz Ass. Das heißt, es fallen nie 28 und 32 auf 60. Deswegen nehme ich eher das Ass, denn meist ist, muss man sagen, der erste blank. Ne? Wenn es wirklich der 7-Trümpfer ist, schlagen wir wahrscheinlich gar nichts mehr. Wenn es jetzt dann doch vielleicht mal der 6-Trümpfer ist mit irgendwie einer dummen Findung, wo er auch zwei Zwillinge drin hat. Deswegen habe ich jetzt doch Karo 10 gezogen. Letztlich weder Herz noch Kreuz Lusche sind dann auch besonders attraktiv. Aber es ist der 7-Trümpfer mit zwei Herzen und einem Karo. Wie so oft, der Blanke kommt dann zuerst. Völlig plausibel. So, drei Spiele noch. Drei Spiele noch. Wir haben immer noch erst 418. 300 in einem Päckchen. Das sieht irgendwie obskur aus. Moment mal. Passe? Die anderen, die sind aber hier auch plötzlich am Tisch nicht so richtig in Spiellaune. Komm, das muss doch was bedeuten. So, endlich haben wir mal zwei Asse gefunden. Jetzt ist nur die Frage, ob das irgendwie reicht, ne? So, der Kreuz ist zu blöd. Ich werde den Herz ohne 6 spielen. Ich glaube, der hat einen einfachen Plan, ne? Wir haben einen ganz einfachen Plan, wir müssen hoffen, was ja sehr oft der Fall ist, dass wir in Mittelhand kommen und wenn dann Karo Drilling, wir gehen von gleichmäßig verteilten Farben aus, wenn dann Karo Drilling bei Spieler 1 sitzt, Karo 3, 2 verteilt, dann wird er häufig auf dem kurzen Weg die lange Farbe spielen. Also wenn Karo, wir müssen hoffen, dass Karo im zweiten Stich auf den Tisch kommt, dann ziehen wir einfach mal so Bluff Kreuz Ass, um zu sagen, ja, du hast mich irgendwie an der wunden Stelle getroffen, spielen danach nochmal Trumpf raus, hacken einmal ins Karo rein die 10 und spielen dann das andere Ass und sind schon zu Hause. Oder wenn wir in Karo die 10 nicht kriegen, können wir dann nochmal Trumpf spielen und versuchen Pik 10 zu schnibbeln. Jetzt schon das erste Pech, wir kommen nicht in Mittelhand. Oh, Kreuz König, das ist natürlich sehr wahrscheinlich blank. Mit 14 gedrückt, 29 jetzt schon liegen. Wir brauchen noch eine 10. Kreuz König ist natürlich auch sehr glücklich und vor allen Dingen Spieler 1 legt die 9. Ne? Sehr wahrscheinlich, muss man sagen, ist Kreuz König blank gewesen und dass Spieler 1 so recht
Lachs dann mal aus 7, 9 die 9 legt, das kommt sehr oft vor. Deswegen hier der Bluff. Wenn er jetzt auf die Kreuz 8 eine 10 lädt, dann ziehe ich noch die beiden Ass und habe gewonnen. Aber er hat die Kreuz 7. Das ist übel. Warum hat er denn aus König 7 jetzt ausgespielt? Also sagen wir mal, damit hat dieser Bluff zumindest nicht geklappt und vor allen Dingen, jetzt fliegt Pik 7 weg, damit habe ich natürlich auch keine Chance mehr, jetzt an die Pik 10 ranzukommen, es sei denn, sie steht von Haus aus blank. Ja, ich glaube, jetzt muss man schon irgendwie die beiden Asse ziehen, dann Pik rausspielen und hoffen, dass man noch einmal zum Stechen, dass einem das nochmal erlaubt wird. Ich meine, an dem, was ich hier gesehen habe, ist hier alles möglich. Ich kriege die Pik 10 nicht. Auf Tempo können wir hier nichts gewinnen. Ich glaube immer noch, die Chance ist so am besten. Ja, wird auch schon mal nicht gestochen. So, es sind noch 6 Trumpf und 2 Karos draußen. Wenn jeder noch ein Karo hat, habe ich noch eine kleine Chance. Wobei man ja sagen muss, es ist offensichtlich. Es ist offensichtlich. So, aber wenn er jetzt irgendwie noch... Er weiß ja nicht, wie schlecht der Trumpf ist. Ne? Wenn er jetzt denkt noch, komm, hey, ich... Bevor ich den dunklen Buben ziehe, vielleicht ist auch Kreuzbube hinten und er steht da jetzt noch im bestellten Pikbuben. Ihr seht in Echtzeit, wie die Zeit läuft. Come on, come on. Karo auf den Tisch. Karo auf den Tisch. Wir sind aufgeflogen. Wir haben das erste Mal hier gut gefunden, zwei Asse gefunden und konnten jetzt diesen Dreitrümpfer nicht gewinnen. Jedenfalls nicht so, wie wir ihn jetzt gespielt haben. Fragt man sich auch, warum geht es nicht weiter? Und da ist die Karo 10 vor mir und hinten die Karo Lusche. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Es hätte tatsächlich jetzt gegen diese Verteilung einen Sieg gegeben, wenn ich den Karo König halt oben halte und dafür jetzt fast beliebig irgendwas anderes da im Keller habe. Weiß ich nicht, Pik Dame oder so zum Beispiel oder Kreuz Dame. Dann hätte ich jetzt nach dem Verlauf Kreuz 8, Kreuz 7 und Abwurf Pik 9, obwohl Pik 3-1 stand, also das war eigentlich das Interessante an dem Spiel. Spieler 3 kommt ran mit Trumpf und spielt jetzt, er hat jetzt ein Karo Dame zu dritt, Kreuz König 7 und eine blanke Pik Lusche. Ne? Wenn er die blanke Pik Lusche spielt, bin ich ja sofort rasiert. Ne? Egal, ob Mittelhand dann da den König drauflegt, wenn er den König nicht drauflegt, erst recht. Aber dann bin ich sofort gezwungen, ja auch mein Kreuz Ass zu spielen und Karo Ass. Ich kriege in Kreuz dann nicht mal den König. Aber er spielt es im Prinzip ein Stück weit inkonsequent, ne? Oder auch ungewöhnlich. Also er spielt weder den Blanken noch den Langen, sondern dann aus König Lusche, was mir ja an sich erstmal ein Stück weit auch geholfen hat. Nur ich hatte natürlich einen anderen einfachen Plan. Wenn ich jetzt aber in der Konstellation hinten raus halt den Karo König oben habe, dann spiele ich natürlich nach Pik Ass nicht Karo Ass, sondern spiele dann einfach Pik raus, genau wie jetzt. Und dann komme ich automatisch an die Karo 10 ran, obwohl der eine jetzt dann auf Pik noch ein Karo abtragen kann, steht danach alles gleichmäßig vor mir, die Karo 10 einfach bestellt, hinter mir noch die beiden anderen Karos und dann hätte ich die Karo 10 rausschnippeln können. Also das ist natürlich oft so beim Skat, in der Retrospektive gibt es dann Drückungs- und Varianten, die dem Verlauf entsprechend irgendwie sogar funktioniert hätten. Da mache ich mir jetzt keinen Vorwurf, muss ich sagen, das war jetzt der Versuch und wenn der auch noch hingehauen hätte, Mann, bei dem Passe, das wäre doch wirklich ein Wunder gewesen. Das hätte ja auch noch nicht gereicht, aber damit, ich stand tatsächlich schon ausgerechnet jetzt bei kurz vor 1000, 977 ganz konkret. Wenn ich den gewonnen hätte, hätte ich schon 1100 gehabt und noch zwei Spiele nach. Ja, dann hätte ich wieder in dieses Blatt hier reingeschaut. Und dann hätte ich auf den Rang mit 4 im letzten Spiel gewartet. Schneider frei haben wir geschafft. Das wird ja immer mehr. Irgendwo mussten die guten Nachrichten für einen Alleinspieler ja auch noch kommen. So schlecht ist der Gang nicht. Ja, jetzt ist egal, jetzt ist egal und es kommt wieder nur Gemüse. Wäre interessant, wenn ich den anderen
irgendwie gewonnen hätte, wie weit ich diesen jetzt noch bereit gewesen wäre zu reizen, ne? Da muss man natürlich schon mal mindestens ein rotes Ass im Skat mit einplanen, dann kann man den schon Richtung, ja, wenn man, ich meine, wenn man noch das Spiel braucht, kann man den plausibel auch Richtung 60 oder was reizen, Aufgabe ohne 4, ne? Da braucht man dann halt sehr viel himmlischen Beistand, aber wenn die Verzweiflung groß genug ist oder die taktischen Gegebenheiten es erfordern, dann kann man das schon mal machen. Spoiler, ich wäre wahrscheinlich nicht mal rangekommen. Für 60 zumindest noch nicht, denn da wurde jetzt nach Krang mit 3 wurde jetzt hier nochmal Kreuz mit 4 hinterher gespielt. Spieler 3, der es an sich, nachdem er bisher nichts bekam, gar nicht mehr gebrauchen konnte, kriegte jetzt noch 2 versöhnliche Abschlussspiele, die ihn allerdings natürlich auch nur ins Nirgendwo gebracht haben. Er kam von nichts und es führte zu nichts. Hat er immerhin noch mich am Tisch deutlich überflügelt, nachdem er diesen Kreuz jetzt hier Schneider gewann. 7 Trümpfer, glaube ich, mit Ass, Dame und einer blanken Lusche dabei, ne? 4 Bauern in der Hand. Ja, das war es dann. Ihr seht hier nochmal die Weihnachtszipfelmütze. Guck mal, der VLC Media Player wünscht euch an der Stelle ein frohes Fest. Das tue ich natürlich auch. Und tatsächlich, Rocket findet im nächsten Jahr dann mal ohne mich statt, das Finale. Das ist einerseits schon ein bisschen traurig. Andererseits bin ich ein Stück weit ja selber schuld. Ich habe es einfach nicht priorisiert und nicht oft genug gespielt. Ein bisschen habe ich mich schon gestern zumindest noch geärgert, weil ich halt die Energie so ungünstig eingesetzt habe. Ne? Jetzt bin ich irgendwie 98% oder 99% des Weges gegangen, indem ich noch 2 extra Monatsmissionen oder 2 Wochenmissionen extra gespielt habe und mich jeweils quasi doppelt für eine Monatsmission qualifiziert habe, dafür trotzdem aber im Jahr halt nur 4 Monatsmissionen spielen konnte und jetzt in der Jahresrangliste da um 50 Punkte verkackt habe. Also man kann sagen, ich habe von meinem Gewinn aus dem letzten Jahr mal irgendwie gute 10-15% wieder zurückgegeben, in den Jackpot eingezahlt in diesem Jahr. Wünsche allen, die es ins Finale geschafft haben, dann ein spannendes und erfolgreiches Turnier. Gut, es wird nicht für alle erfolgreich sein, aber allen jedenfalls viel Spaß und das Knistern. Und werde mich dann Anfang Januar eben wahrscheinlich auf die Kommentierung von Serien der mir gewogenen Skatspieler fokussieren müssen. Mal gucken, ob Martin, Eddie, Thomas, wer mir da Material zur Verfügung stellt, dann schaue ich zumindest mal, was die draus machen. Also, fröhliches Fest und bis bald.